überlegt, dass ich euch dieses Mal mitnehme. Ich bin ja jetzt mitten im Pflegepraktikum. Wo genau bin ich im Pflegepraktikum? Ich schaue mal eben nach. Ich habe fast die Hälfte geschafft. Also wir haben heute den 42. Tag meines Pflegepraktikums. Das ist doch nicht verkehrt. Übrigens haben wir heute den 7.8., einen Sonntag. Am Wochenende habe ich ja frei. Und ich dachte mir, da ich ja einerseits eben das Pflegepraktikum habe, aber andererseits seit Freitag weiß, dass ich eine Zulassung zum Medizinstudium habe. Ich wollte euch mitnehmen, aus dem Grund, dass ich jetzt gerade sozusagen parallel zum Pflegepraktikum gucke, wo finde ich ein neues trautes Heim für mich, ein Zimmerchen. Denn natürlich ist es im August ein bisschen spät, sich für die Wohnheime dort zu bewerben. Ich habe es trotzdem getan, aber ganz ehrlich, ich bin da auf der Warteliste relativ weit hinten. Deshalb wird es wahrscheinlich eine WG werden, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde. Ich habe mir so richtig oldschool hier ein paar Notizen gemacht, die ich euch natürlich jetzt nicht in die Kamera zeigen werde. Aber letzten Endes habe ich für heute, für 16 und 17 Uhr jeweils, einen Videocall mit schon mal zwei Leuten. Und da habe ich mir praktisch so ein bisschen notiert, was das Wichtigste ist. Und wenn ich irgendwelche Fragen noch speziell zu den Inseraten hätte. Na, es ist bequem auf meinem Bett. Ja, ist sehr bequem auf meinem Bett, gell? Ja, wieso kriegt man immer so eine hohe Stimme, wenn man mit euch spricht? Und du, Wupsi? Gar keinen Bock. Richtig Dummes passiert. Oh nein. In der normalen Wäsche war ein Pullover von meiner Mama. Der war vorher ein bisschen größer. Oh nein, und ich habe es nicht gesehen, dass der da mit drin ist. Den hat die länger, als es mich gibt. Aus purer Verzweiflung habe ich den Pullover dann erstmal in kaltes Wasser geklatscht, habe mir dann notdürftig irgendwelche Videos im Internet angesehen und ja, habe versucht, den Pullover dann eben auszustopfen und zu weiten, dass er einigermaßen wieder seine ursprüngliche Größe annimmt. Ja. Ich Wiederbelebung üben. Lebe! Lebe! Bitte! Hör mal zu, du musst wieder weit werden, okay? Ups, seine Innereien sind gerade rausgeplumpst. Bobby. Hello. Na du? Na? Also ich hoffe jetzt einfach, dass dieser Pullover einigermaßen wieder die Größe hat, die er vorhatte. Sowas passiert auch nur mir, ey. Oh. In einer halben Stunde habe ich dann den Videocall mit dem einen potenziellen Mitbewohner, zukünftigen Mitbewohner. Das Leben ist kacke. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich meine, viele Dinge passieren im Leben, die scheiße sind, die nicht funktionieren. Ja, das Gespräch mit dem Ersten für ein WG-Zimmer war sehr, sehr nett. Aber ich glaube, wir werden uns dann nicht einig, was den Preis angeht. Mir ist halt 450 Euro leider viel zu teuer. Es ist auch eine Zweier-WG, muss man dazu sagen. Ich meine, da ist es vollkommen gerechtfertigt, dass man ein bisschen mehr hinlegen muss. Aber ich kann es mir halt nicht leisten. Aber der Typ war sehr nett. Also netter Mensch auf jeden Fall. Muss dich nicht einsperren. Ich hab dich trotzdem noch lieb. Na komm jetzt hör auf. Ist wirklich okay. Ja. Ja, ist gut. So was passiert. Okay, dann auf zum nächsten Bewerbungsgespräch. Ich wollte ja noch kurz erzählen, wie das zweite WG-Casting-Gespräch lief. Es war eine Person, die selber eine Katze auch hat. Und ja, das stört mich natürlich gar nicht, ganz im Gegenteil. Es ist auch eine Zweier-WG und ich muss sagen, bei dem Gespräch habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ich habe jetzt momentan zwei WGs, die so meine Favoriten sind. Und eins davon ist jetzt tatsächlich dieses mit der Katze.
Also nicht wegen der Katze, die Person ist sehr, sehr, sehr sympathisch. Und ja, wenn alles gut läuft, kann ich die Wohnung dann auch in Person einmal besichtigen. Das wäre dann praktisch am 20. August, also übernächstes Wochenende. Und die andere WG, die mich auch noch sehr interessiert, da würde ich dann nächstes Wochenende einen Videocall haben mit denen. Das sind zwei Medizinstudentinnen. Ich habe gerade meinen Zulassungsbescheid bekommen und das ist so, heute ist der 8.8. und dann hat man hier eine Liste. 8.8. Immatrikulation vom 11.8. bis 18.8. Das heißt, in diesem Zeitraum, also drei Tage nachdem man eben, oder am dritten Tag, nachdem man eben hier diese E-Mail erhalten hat, beziehungsweise bei mir war das ja auf Hochschulstart, da wurde die Zulassung ja bereitgestellt als PDF-Datei. Ich habe mir jetzt eine Erinnerung gemacht, dass ich am Donnerstag ist das dann, ne, oder? 11. ist der Donnerstag, genau. Dass ich dann praktisch mich immatrikuliere. Übrigens sah das dann so aus, ich bin auf meine Bescheide gegangen. Und hier könnt ihr sehen, Aachen. Und dann war hier praktisch die PDF. Und dann, ja. Tada! Guten Morgen! Ich wollte euch gerne noch ein bisschen von gestern erzählen. Also, gestern war ja Montag und ich habe diese Woche Spätdienst. Es war gestern irgendwie alles ein bisschen anstrengend, weil ich weiß nicht, was in der Luft lag, aber alle waren einfach unzufrieden. Es hat trotzdem wieder Spaß gemacht. Es ist wirklich cool. Also, ich bin ja jetzt ungefähr bei der Hälfte meines Pflegepraktikums angelangt. Heute ist entweder der 44. oder 45. Tag, also genau die Hälfte von den 90 Tagen. Und da ich mich ja jetzt wirklich, ich würde behaupten, als Praktikantin gut eingearbeitet habe, ist es alles sehr angenehm, weil ich einfach weiß, was so, ich sag mal grob, meine Aufgaben sind, was ich überhaupt machen darf, was ich nicht machen darf, wo ich vielleicht nochmal nachfragen muss auf jeden Fall oder was ich eventuell halt auch selbstständig mal ausprobieren kann, ohne dass es da gleich zu Problemen kommt. Das finde ich persönlich sehr angenehm, aber ich glaube, so geht es ja jedem, oder? Also wenn man irgendwo sich langsam einlebt. Mit den Kollegen komme ich sehr gut zurecht. Das sind alles wirklich sehr, sehr herzliche Menschen, jeder auf seine Art natürlich. Bei manchen muss man irgendwie auch erstmal dahinter steigen, wie sind die so drauf und so. Aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, da zu sein und vor allen Dingen auch sehr happy, dass ich dort direkt das gesamte Pflegepraktikum absolvieren kann. Und mir war das ja auch wichtig, dass ich vor dem Studium, ich bin ja jetzt zugelassen, dass ich das hinter mich bringe. Anfangen muss ich immer um 13.30 Uhr und dann arbeite ich bis 21.30 Uhr, also auf gut Deutsch 8 Stunden, so wie sich's gehört als normal arbeitender Mensch. Geld bekomme ich dafür ja nicht, aber das scheint auch ganz normal zu sein. Aber immerhin bekomme ich ein Essen gestellt, das ist schon mal etwas. Wobei ich sagen muss, ich habe das irgendwie den ersten Monat komplett versäumt, weil man muss ja auch erstmal irgendwie checken, wie man das bestellt und das geht irgendwie über den PC dort und am Anfang bin ich natürlich nicht mal in die Nähe von diesem PC gegangen. Ja, aber dann haben sie es mir mal gezeigt und ja, seitdem bestelle ich dann immer wochenweise meine Mahlzeit und freue mich auch, dass ich das bekomme. Meine Anfahrt ist ja eine gute Stunde, das heißt, ich bin normalerweise dann 10 Stunden am Tag unterwegs, allein ja natürlich die Arbeit selber, aber auch um dort eben auch hinzukommen. Aber es stört mich nicht, weil ehrlich gesagt ist mir das jetzt wichtiger gewesen, dass ich für diese 3 Monate, in denen ich gar kein Einkommen habe, über die Runden komme. Und das kann ich natürlich am besten, wenn ich, wie ihr seht, bei meiner Mama wohne und ihrem Partner. Und das funktioniert meiner Meinung nach auch super gut. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich hier im Gästezimmer hausen darf. Und habe ich mir einen guten Platz ausgesucht, um das zu filmen, wo die Spülmaschine gerade läuft. Ja, es funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Jetzt gerade haben wir 10:30. Ich habe mal ein bisschen durchgeputzt, um auch so ein bisschen meinen Teil beizutragen, wenn ich hier schon mietfrei leben darf. Habe ich mal ein bisschen durchgesaugt. Staubi hat mir natürlich auch geholfen. Das ist immer sehr praktisch, wenn man den mal so ein bisschen in irgendwelche Räume schicken kann, damit der schon mal das Gröbste an Staub wegfuttert. Hier in der Küche habe ich jetzt auch mal gewischt wieder.
Es ist ja auch so, dass wir mit drei Tieren zusammen wohnen, also diesen zwei Hundis und der Bomi, unserer Katze. Und natürlich kommt da viel an Fell und so weiter bei rum, ne? Ja, ich sag mal so einmal die Woche versuche ich mich da so ein bisschen zu integrieren ins Putzgeschehen, wenn man so will. Aber ja, so wie es halt gerade klappt. Und ich glaube, sie sind auch ganz zufrieden mit mir. Oder? Ich hoffe es. Okay, dann mal los in die Schlacht. Hoffen wir, dass dieser Tag ein bisschen besser wird als der gestrige und dass die Leute jetzt etwas entspannter sind. So viel besser, wirklich, im Vergleich zu gestern. Ich habe es mir wirklich gewünscht und Gott sei Dank wurden meine Gebete erhört. Oh, heute war ein richtig, richtig schöner Dienst insgesamt, echt. Ich freue mich. Danke, James. Also ich bin jetzt vom Joggen zurück und das Bad wird natürlich gerade besetzt, wie in einer WG üblich. Ich habe aber auch gerade anscheinend alle geweckt, indem ich die schwarze Tonne zurückgebracht habe. Nee, die waren natürlich alle schon wach. Danke, James. Ja, also der Wasserkocher ist sehr laut. Geh woanders hin. So. Hallo Mäuschen. Ist nicht rausgegangen. Nee. Ja, was ist die? Ja, was ist die? Naja, jedenfalls gestern, hatte ich ja schon erwähnt, gestern war es viel, viel besser auf der Arbeit. Es hat richtig Spaß gemacht, weil irgendwie, ich weiß nicht, war die Luft anders, irgendwas war anders. Wir sind richtig gut fertig geworden. Ich durfte sogar eine halbe Stunde eher gehen. Und ja, ich hoffe, dass diese Atmosphäre sich jetzt noch schön weiter durchzieht durch diese Woche. Heute ist der 45. Tag meines Pflegepraktikums. Das heißt, ich habe die Hälfte, wenn ich den heutigen Tag rum habe, geschafft. Und ich kann es irgendwie gar nicht glauben, weil die Zeit so schnell vorbeigeht irgendwie. Also natürlich, man ist froh, wenn dann eine Arbeitswoche geschafft ist und man Wochenende hat. Ist ja logisch, es ist ja auch anstrengend. Aber wie schnell die Zeit vergeht, oder Mausepups? Hatte ich erwähnt, dass ich die Woche Spätdienst habe, ja, ne? Also genau, von Montag bis Freitag Spätdienst und dann habe ich nächste Woche praktisch Frühdienst die ganze Woche. Eine Story wollte ich noch erzählen. Und zwar, als Mama mich gestern, also Mama holt mich ja jeden Abend von einem Bahnhof ab hier in der Nähe, weil er dann keinen Bus mehr fährt, wenn ich Spätdienst habe, weil sie die beste Mama der Welt ist. Möchte ich, dass er mitkommt, mit reinkommt in die Bücher? In die Bücher? Ja, ja. In welche Bücher? Das sagt man so. Ach so. Sie holt mich ab und erzählt so, dass sie Besuch hatte. Und meine erste Reaktion war, Gott sei Dank habe ich heute Vormittag geputzt. Leute, daran merkt man, dass man alt wird. Wenn man sich denkt, Gott sei Dank war die Bude sauber, als Gäste vorbeigekommen sind. Willst du dazu noch irgendwas sagen? Macht dir das Sorgen? Ich habe mich sehr gefreut. Danke, dass du die Bude geputzt hast. Ja. Ich wusste übrigens nicht, dass Besuch erwartet wird oder ich habe sie da vergessen. Und so. Also ich habe das für uns getan, weil ich uns sehr lieb habe und weil ich kostenlos hier wohnen darf. Heute auch und zu spinnen. Aber ich bin dankbar. Dass ja, es ist ja schön, dass du dankbar bist. Und jetzt halt die Fresse, Kind. Also was ich jetzt auswechseln werde, ist dieses runde Ding hier, diese Lithium-Batterie mit 3 Volt.
weil mein PC nicht mehr normal startet. Mein Papa Nummer 2 und ich haben eigentlich diese Batterie schon mal ausgewechselt, aber jetzt haben wir nochmal eine andere Batterie, also eigentlich die gleiche, haben wir nochmal eine andere Batterie hergenommen. Und er hat sie jetzt gemessen, dass da auch wirklich Saft drauf ist. Und auf der hier ist auf jeden Fall Saft, deshalb wechsle ich das nochmal aus. So, jetzt weiß ich nur nicht, wie ich die raushebeln kann. Okay, am offenen Computer. Jetzt tun wir das wieder hier rein. Zack. Genau, also praktisch das hier ist immer aufgetaucht. Und jetzt machen wir das einmal. Dann starte ich ihn nochmal neu und gucke, ob es dann klappt. Gott. Jetzt starte ich ihn, nachdem er einmal komplett keinen Saft mehr hatte. Bitte, bitte, bitte. Ja! Es klappt! So, ich wollte jetzt gerade diesen Block hier schneiden. Und dann dachte ich mir so, ja okay, mein Papa Nummer 2, also der Partner von meiner Mama, ist ja zu Hause und dann frage ich den mal. Genau, weil ich hatte es euch ja gezeigt, praktisch mein PC ist nicht richtig hochgefahren, sondern ist immer in diese BIOS-Settings rein. Und das liegt halt daran, dass er diese Buffer-Battery nicht hatte, beziehungsweise dass die halt alle war. Und das Ding ist, wir hatten die ja schon mal ausgewechselt, aber dooferweise haben wir nicht vorher nachgemessen, ob die noch Energie hat. Ja, und die war alle. Also wir haben gerade nochmal nachgemessen, die Batterie war einfach alle, die wir eingebaut haben. Kein Wunder, dass es danach nicht funktioniert hat. Aber ich bin sehr stolz, weil mein Papa Nummer 2 hat mir sozusagen nur gesagt, so, ja, du hast ja jetzt gesehen, wie es geht. Also wir haben es ja das letzte Mal zusammen gemacht, ne? Und ja, dann mach mal. Und wenn du Fragen hast, komm zu mir. Und jetzt habe ich es ganz allein geschafft. Also ich muss nur einmal nach einem Schraubenzieher fragen, weil zwei Schrauben, die habe ich nicht so rausbekommen. Aber, also mit der Hand praktisch ging nicht. Aber ansonsten, ja, habe ich es geschafft. Und ich bin irgendwie stolz auf mich, dass ich diese kleine handwerkliche Leistung hinbekommen habe. Und ja, das ist irgendwie auch schön so, dass einem sowas zugetraut wird, finde ich. Weil ich habe irgendwie in meiner Kindheit, Kindheitstrauma, nee, Spaß, aber da wurde mir halt nie wirklich gezeigt, wie ich handwerklich irgendwas hinbekomme. Und das, also wenn, dann von meiner Mama. Und es ist irgendwie schön, dass, ja, dass man sowas beigebracht bekommt und ja, finde ich schön. Hi Leute, ich weiß, ich sehe aus wie der letzte Penner, aber heute ist der 11.8., das heißt, ab heute kann ich mich offiziell immatrikulieren und das werde ich jetzt auch gleich tun. Außerdem, was meine Bewerbung für ein Zimmer angeht in Aachen, hat sich jetzt was ergeben, wo ich große Hoffnung reinsetze. Und zwar ist es ein Einzelapartment. Ich hoffe so sehr, dass das was wird, weil es gäbe nichts Geileres, als eine eigene Wohnung zu haben in Aachen. Drückt mir die Daumen, dass das was wird. Das wäre so, so cool. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt gerade mich hier am Registrieren auf der Website von der RWTH Aachen. Ich bin gerade dabei, mich in einer oder an einer Hochschule einzuschreiben. Und hier steht jetzt, dass ich Folgendes bei Ihnen angeben soll. Bitte geben Sie die Absendenummer der RWTH Aachen bei Ihrer Krankenkasse an. Okay, sorry, ich sehe immer noch aus wie ein Penner. Aber mir war das jetzt so wichtig, dass ich diese Immatrikulation fertig bekomme. Allerdings fehlt mir hier noch die elektronische Krankenkassenmeldung. Aber da habe ich ja gerade mit dem Herrn, der sehr nett war übrigens, telefoniert. Und die sollte innerhalb von 24 Stunden dann bei mir wohl eintrudeln. Bei denen eintrudeln, genau. Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Studium an der RWTH Aachen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich werde jetzt meinen Antrag auf Einschreibung ausfüllen bzw. kontrollieren, ob das alles so stimmt. Also ich habe jetzt das Dokument hochgeladen und der Rest gilt abzuwarten. Ich glaube, ich habe jetzt alles getan, was ich tun konnte. Oha! Ist ja kein Wunder, dass der nicht mehr fahren konnte. Eieiei. Ja gut, ne? Müssen wir mal gucken.
wie Staubi jetzt funktioniert. Ja! Staubi lebt! Bye, Staubi! Jetzt bin ich müde vom Yoga. Am liebsten würde ich mich wieder in mein Bett legen, aber ich muss dann los. Aber dafür ist heute Freitag und dann habe ich Wochenende. Also wenn ich Spätdienst habe, ist es ja so, dass meine Mama mich normalerweise dann von dem nächstgelegenen Bahnhof abholt. Das sind zwar nur ein paar Minuten mit dem Auto, die man fahren muss, aber trotzdem ist es ja dann schon kurz vor 11 Uhr nachts und das ist auf jeden Fall echt voll die krasse Leistung, die sie da jedes Mal erbringt. Also Props an dich, Mama, wenn du das hier siehst. Vielen Dank. Heute allerdings, also heute sind meine Mama und mein Papa Nummer 2 in den Kurzurlaub gefahren übers Wochenende, campen mit den Hunden. Das heißt, die Katze und ich sind alleine im Haus. Und das heißt aber auch, dass ich heute Abend von diesem Bahnhof irgendwie hierher kommen muss. Aber da momentan so ein kleines Volksfest stattfindet, fahren auch diese Busse extra für diese Messe, damit die Leute eben nicht besoffen Auto fahren, was ich auch gut finde. Und das sieht dann praktisch so aus, dass ich an dieser Bushaltestelle, wo die ganzen Besoffenen wahrscheinlich rumstehen, 50 Minuten warten muss, bis der Bus kommt. Aber egal, dafür kostet dieser Bus nur 2 Euro. Und ich finde, das ist absolut in Ordnung. Da jetzt ja dann ein Umzug nach Aachen für mich bevorsteht, wollte ich gerne so wenig Geld wie möglich ausgeben. Ich meine, allein die Tatsache, dass jetzt im September dann das 9-Euro-Ticket nicht mehr gilt, was sehr schade ist, haut es ja schon allein wieder rein. Da muss ich irgendwie 140 Euro aufgerundet zahlen für dieses Monatsticket. Oh, ja. Boah, die Katze wird so angepisst sein, wenn ich zurück nach Hause komme. Es gibt ja normalerweise um 17 Uhr Essen und ich komme dann halt so um Mitternacht zu Hause an. Ah, die wird nicht begeistert sein. Nee. Also eigentlich hätte ich theoretisch um 23.30 Uhr noch mit einem Bus fahren können. Dafür hätte ich aber 2 Haltestellen früher aussteigen müssen und das hat nicht so gut geklappt. Weil der Busfahrer telefoniert hat und es nicht gecheckt hat. Und ich habe auch nicht gecheckt, wo genau die Haltestelle ist. Deshalb habe ich nichts gesagt, weil ich ja normalerweise immer am ZOB aussteige. Dann war ich halt am ZOB und mit mir übrigens auch noch 2 andere Leute, die eigentlich viel früher aussteigen wollten, aber die genauso schüchtern sind wie ich und nichts gesagt haben. Und deshalb bin ich jetzt so stur. Und weil ich keinen Bock hatte, zu dieser Messe zu gehen, laufe ich den Weg nach Hause. 50 Minuten. Und hier ist noch Licht. Und wenn ich oben am Berg bin, gibt es dann kein Licht mehr. Das war eine tolle Idee, Lea. Zudem habe ich auch noch Flipflops an. Manchmal hasse ich mich selber dafür, dass ich so bin. Egal, jetzt wird durchgezogen. 50 Minuten kann man mal machen. Muss man aber nicht. Oh, jetzt gib it mega. Ja, Mäuschen. Guten Morgen. Ich habe sehr lange geschlafen. Ich habe richtig schön ausgeschlafen. Weil ich ja gestern auch erst oben, ich glaube, 1 Uhr eingepennt bin. Ich bin ungefähr um Mitternacht heimgekommen, weil ich ja so stur war und nicht auf den Bus warten wollte, der 50 Minuten später gefahren wäre. Nein, Lea läuft da natürlich 50 Minuten lieber nach Hause. Aber ich habe sie überlebt und die Katze auch, wie die mich empfangen hat. Also gestern ist was passiert, da ist mir wirklich
die Hutschnudel essen? Als Praktikantin im Pflegepraktikum bekomme ich selbstverständlich keinen Cent. Nix, nada, niente. Ist auch vollkommen okay, denn das Pflegepraktikum, diese 90 Tage, braucht man nun mal fürs Medizinstudium. Allerdings wird mir ein Essen gestellt. Von gestern an gesehen war das so, dass seit 2 Tagen dann praktisch das nicht mehr funktioniert hat. Also erstmal ist mir das am Donnerstag eben aufgefallen, dass plötzlich diese Essensbestellung nicht an dem Ort war, wo die sonst immer ist. Okay, kann ja mal passieren. Und gestern aber dachte ich mir so, das kann es jetzt echt nicht sein, oder? Schon wieder ist mein Essen nicht da. Und dann bin ich in diesen Speisesaal gegangen. Also wir essen normalerweise auf Station, in der Küche da. Aber alle anderen Leute essen dann wohl in diesem Speisesaal. So. Und ich hatte das auch schon, dass mein Essen dann dort in so einem Wagen war. Aber das war halt zur Mittagszeit, wenn ich Frühschicht hatte. Und ich hatte ja jetzt Spätschicht, ne? Und da ist da eigentlich, ist das Essen eigentlich immer in diesem anderen Wagen, sage ich mal, wo bestelltes Mitarbeiteressen draufsteht, egal. Also auf jeden Fall habe ich mir gedacht, okay, jetzt gucke ich trotzdem mal beim Speisesaal, obwohl das da eigentlich nicht sein kann. Was finde ich dort im Speisesaal, im Mülleimer? Ihr müsst euch vorstellen, bei allen Essen, die bestellt werden über diese Küche im Krankenhaus, ist immer so ein Zettel dabei, wo der Name draufsteht, der das bestellt hat und eben was da drauf sein sollte auf dem Tablet. Ich finde im Mülleimer meinen Zettel mit meinem Namen und meinem Essen, das ich gehabt hätte. Da gibt es praktisch so eine Art Regal, wo man das, die Tabletts, wenn man fertig ist, so reinschieben kann, ne? Dass die später dann weggeräumt werden. Und genau das Essen, also die Reste davon, waren dann in diesem Regal gestanden. Ihr könnt euch vorstellen, wie sauer ich war. Irgendjemand in diesem Haus sieht, dass da mein Name draufsteht und nimmt sich einfach mein Essen. Ich bekomme keinen Cent für dieses Pflegepraktikum. Ich arbeite 5 Tage die Woche, 8 Stunden. Also ich gebe mir wirklich Mühe. Ich sage jetzt nicht, dass ich mir den Arsch aufreiße, weil das wäre wahrscheinlich too much. Aber ich bin wirklich engagiert. Das darf ich von mir behaupten. Und ich glaube, da würde mir auch jeder, der dort arbeitet und das sieht, zustimmen. Und dann wird mir mein Essen weggefressen. Ich glaub's nicht. Alter, ja, auf jeden Fall bin ich dann eben zur Anmeldung mit meinem Zettel, den ich aus dem Müll gefischt habe. Und war wirklich da gestanden und war kurz vorm Heulen. Ich war so wütend. Und dann stand ich da, es tut mir leid, aber ich bin so wütend. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann habe ich ihr die Situation geschildert. Sie direkt so, hat die Küchenleitung angerufen und war so, ja, ich habe hier eine Praktikantin vor mir stehen und ich kann auch verstehen, dass sie stinksauer ist. Ende vom Lied ist, dass ich jetzt mein Essen persönlich an der Küche abholen darf. Und da ich da ja eh vorbeikomme, wenn ich mich umziehe, um arbeiten zu gehen, ist das gar kein Problem. Dann gehe ich halt kurz zur Küche und dann darf ich da praktisch, ja, mich melden. Hallo, ich hätte gern mein Essen. Sonst kannst du halt nicht verhindern, dass sich das irgendjemand einfach schnappt und schnabuliert, ne? Und der Typ, also ich gehe davon aus, es war ein Mann. Ich weiß nicht, warum in meinem Kopf war das irgend so ein Arzt, der sich denkt, scheiß auf die Praktikantin, ey, ich bin Arzt, ich bin wichtiger. Ja, Vorurteile hier, ne? Aber ganz ehrlich, diese Person hat es nicht mal ganz aufgegessen. Da war noch super viel übrig von dem Essen. Und das hat mich nochmal richtig sauer gemacht. Weil ich mir dachte, wenn du schon mein Essen wegfrisst, du Arschloch, dann iss wenigstens alles auf, dass nicht die Hälfte weggeworfen werden muss. Blöde Pissnelke, ey. Bei Essen hört bei mir der Spaß nämlich auf. So, das auf jeden Fall zu gestern. Da geht jemand ins Schwimmbad. Was mache ich heute eigentlich? Ah, ich weiß, was ich heute mache. Nix. Meine Mama hat sich gewünscht, dass sie selber irgendwann mal die Zeit findet, all unsere Fenster zu putzen. Und ich dachte mir, da ich ja jetzt sturmfrei habe, bin ich so eine gute Tochter und mach das für sie. Schaut mal, was meine Mama gekauft hat. Elsa-Eis. Boah, das war auch geil. Oha. Okay, ich glaube, es wird eine Kombo aus den beiden.
Und plötzlich steht vor mir ein schöner Schwan. Ich freue mich hier so sehr. Denn sowas war bisher ein für mich unerfüllter Traum. So stell ich's mir vor. So stell ich's mir vor. Stellt euch das mal vor, so etwas Sagenhaftes, Fabelhaftes. Telefondate mit Lea von YouTube. Lea Marianne. Hi. Zum Beispiel habe ich die Kamera jetzt an. Aber keine Sorge, man hört dich nicht, ne? Also man hört nur mich. Ja, das war richtig. Alter, ich war so sauer, ey. Hast du da reingeschnitten oder was? Ist das dein eigener Kühlschrank oder musst du das vor dem Vermieter verantworten? Oh, ich liebe Mangos. Ich habe jetzt gleich um 9:55, also in ungefähr 10 Minuten, mein eines WG-Bewerbungsgespräch. Das ist das bei den zwei Medizinstudentinnen. Da bin ich mal sehr gespannt. Die wirkten nämlich wirklich sehr, sehr sympathisch. Also das, was wir bisher geschrieben haben. Und da bin ich jetzt doch sehr gespannt. Ich komme gerade von dem Gespräch mit den zwei Medizinstudentinnen. Die sind ultra nett. Oh! Das Ding ist, ich habe ja auch noch... Oh mein Gott, Bumi ist so süß. Oh mein Gott. Oh! Oh Gott, Baby. Also das Ding ist ja... Ich habe meinen Laptop runtergeworfen. Es ist eigentlich total positiv und schön, dass ich mich gut mit denen verstehe, wisst ihr? Und ich sag's mal so, falls es mit diesem Einzimmer-Apartment nichts wird, dann kann ich mir das super gut vorstellen, dort zu leben. Ich kann es mir aber auch super gut vorstellen, bei der jungen Dame zu leben, die einen Kater hat. Und jetzt bin ich gespannt auf morgen, da habe ich ja praktisch den Videocall mit der von dem Einzelapartment. Also ich habe diese drei Optionen und hoffe, dass ich dann alle drei besichtigen kann, alle drei Wohnungen. Und dann wird sich's entscheiden, ne? Mann, ist das alles aufregend, ey. Aber die waren so, so nett, oh mein Gott.